Endlich ist es soweit, wir dürfen heute den GWM Aura 07 fahren. Und ob der besser ist als ein Tesla Model 3 oder auch ein VW ID.7, ja genau das erfahrt ihr heute in diesem Video. Was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über die Ausstattungsvarianten, über den Innenraum und auch gemeinsam fahren. Heißt, wir werden evaluieren, wie weit kommt er, wie viel verbraucht er und wie komfortabel ist er. Habt ihr darauf Bock? Sehr gut, dann würde ich sagen, abonniert hier mal den Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Ihr seid ihr bestens informiert und dann legen wir einfach mal los. I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah, yeah. Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasing-Anbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir erstmal über den GWM Aura 07 und den wird es ab 2024 hier auf dem deutschen Markt geben. Der ist auch bereits bestellbar. 2023, also vor einem Jahr, haben wir euch ja bereits den GWM Aura 03 vorgestellt. Der ist deutlich kürzer, insgesamt 60 cm und den fahren wir sogar aktuell daheim. Beide sind elektrisch. Aura möchte aber auch noch nächstes Jahr ein weiteres SUV auf den Markt bringen. Der hier steht auf der Lemon-Plattform, genauso wie auch der 03, nur eben ein bisschen verlängert, wie gesagt 60 cm, und wird in China gebaut. Über der Dachmarke GWM steht eben das Aura, genauso wie auch die Marke Way. Auch da haben wir euch eben den 03 und den 05 hier auf dem Kanal vorgestellt. Es gab eine kleine Namensänderung, der heißt jetzt eben 07, der kleinere 03, und das Wettbewerbsumfeld ist relativ groß. Es ist ja eine Mittelklasse-Elektrolimousine. Sieht super schick aus und das ist unter anderem ein VW ID.7, aber eben auch ein Tesla Model 3, ein Hyundai Ioniq 6, den haben wir tatsächlich hier genau an der Stelle auch gefilmt, schaut da gerne mal in unsere Reviews dazu, oder eben vielleicht auch ein Tesla Model S, auch wenn das ein bisschen länger ist, ein BMW i4 bzw. i5, also es gibt wirklich sehr viel eben in diesem Segment. Hier jetzt in der Farbe, die wirklich super besonders ist, ich bin gespannt, was ihr schreibt. Insgesamt gibt es drei Ausstattungsvarianten, Pure, Pro und GT. Hier ist jetzt die Pro-Ausstattungsvariante, die immer mit Frontantrieb kommt. Die GT-Variante kommt immer mit Allradantrieb. Drei Farben gibt es insgesamt. Ein Weiß, ein Grau und ein Lila. Und ich habe hier ja ziemlich viel Stress gemacht, weil ich wollte euch unbedingt die lilane Farbe zeigen. Warum? Erstens habe ich noch nie ein lilanes Auto vorgestellt. Und zweitens erinnert es mich total an Milka-Schokolade, was eigentlich nur positiv ist, falls euch die Farbe zu krass ist. Wie gesagt, gibt es auch das Snow White oder eben auch das Steel Grey. Und wenn wir uns den von vorne anschauen, dann hat er, wie es Jan euch gerade schon gezeigt hat, eine sehr weit nach unten gezogene Schnauze mit einem Aura-Logo hier vorne drauf. Also ein aufrecht stehendes Ausrufezeichen, welches nochmal mit so einem Chrom umrandet ist. Und wenn wir den Blick hier rüber wandern lassen, dann sind die Leuchten, die immer Voll-LED-Leuchten sind, keine Matrix-LED-Leuchten mit einem Chrom umrandet. Da passiert sehr viel, sieht ein bisschen kristallmäßig aus, erinnert auch ein bisschen an Bentley, sieht schick aus, wie ich finde, und hat hier in der Mitte eben die Hauptleuchte und drumherum kulleraugenförmig das Tagfahrlicht. Unten haben wir dann auch noch mal sehr viel Chrom, in die Karosserie auch noch mal so ein schönes Wabenmuster eingestanzt, und von vorne finde ich den richtig schick. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch die Optik gefällt, weil die polarisiert. Wir haben den euch ja auch schon im Studio vorgestellt, damals als GT in einem Weiß. Und vielleicht erstmal zu den Ausmaßen. Der ist 4,67 Meter lang, 1,86 breit, 1,50 hoch und hat einen Radstand von 2,87 Meter, heißt fast 3 Meter Radstand, sehr viel Platz im Innenraum. Wir werden auch gleich noch auf die Rückbank gehen. Der Wendekreis liegt bei 11,50 Meter und die Bodenfreiheit bei ungefähr 11 cm. Von hinten seht ihr auch schon sehr spezielle Optik. Man kann den Spoiler hoch und runter fahren, ab Pro bzw. bei GT dann auch immer serienmäßig. Und hinten ist eben auch nochmal diese chromfarbene Umrandung. Und bei den Motoren gibt es jetzt zwei Varianten. Ich habe es ja gerade schon angeteasert, entweder frontangetrieben, Pure und Pro, oder bei GT Allradangetrieben.
Vorne ist ein 204 PS starker Motor mit 340 Newtonmeter. Bei der GT-Variante kommt hinten der gleiche Motor nochmal dazu und man kann das auch einfach addieren. Heißt, man hat dann insgesamt 408 PS. So, ich habe mich aber für die frontangetriebene Variante entschieden. Warum? Es gibt zwei Akku-Varianten. Pro und Pure kommen eben mit dem 67 Kilowattstunden fassenden Akku. GT kommt dann eben mit dem 86 Kilowattstunden fassenden Akku. Und vielleicht sprechen wir dann auch gleich noch über das Laden vorne auf der anderen Seite. Erstmal aber kurz noch zu den Felgen. Hier haben wir dann eben 18 Zoll Felgen. Die GT-Variante hat dann auch nochmal 19 Zoll Felgen plus eben einen roten Bremssattel. Eine etwas spacige Felge. Hier, die ist ein bisschen ziviler, ist schön geöffnet und in der Mitte dann eben auch nochmal das Aura-Logo. Und ich habe ja gerade schon so ein bisschen übers Laden gesprochen. Das kann man nämlich, was ich gut finde, vorne an der Seite machen. Heißt, wenn man an die Ladestation fährt, hat man eben keinen Stress mit, oh, ich muss jetzt hier irgendwie rückwärts reinzirkeln, sondern das funktioniert ganz gut eben, indem man einfach vorne hinfährt. Auf der Seite funktioniert das, ist schön eingelassen, lässt sich dann hier auch öffnen und es geht eben AC oder auch DC. Der kleine Akku braucht ungefähr 4 Stunden mit 11 kW. Der große Akku braucht dann ungefähr 6,5 Stunden mit 11 kW. Man kann den mit bis zu 88 kW laden. Der hier ist dann eben in 36 Minuten von 10% auf 80% voll, der größere in 43 Minuten. Da kann man jetzt natürlich vielleicht meckern oder kritisieren, dass das jetzt nicht die schnellste Ladefähigkeit ist, aber der hat eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern in der Stadt, 440 jetzt hier eben kombiniert. Bei dem größeren Akku sind es dann 520 und das hört sich eigentlich auf dem Papier schon ganz gut an. Wir werden aber nachher noch fahren und das weiter diskutieren. Sollen wir auf der Seite das Design besprechen? Okay, also Chromfarben jetzt hier nochmal in dem Spiegel bzw. unter dem Spiegel. Ihr seht auch, es gibt eine 360-Grad-Kamera, auch die werden wir uns anschauen. Schöne Milka-farbene Spiegelkappe. Drumherum jetzt hier dann auch nochmal eben diese chromfarbene Applikation und es gibt immer serienmäßig ein Glasdach. Und das Glasdach zieht sich bis ganz nach hinten. Also es ist nicht hier nur so eine kleine Öffnung bzw. eine kleine Lichtluke, sondern wirklich bis ganz nach hinten. Die Scheiben hier bei den Fenstern sind auch immer rahmenlos, was dem Ganzen natürlich nochmal so eine schicke Optik gibt und hinten sogar komplett abgedunkelt. Und ihr seht jetzt gerade auch, ja, die Türgriffe sind eingelassen. Generell bin ich jetzt nicht der größte Fan von eingelassenen Türgriffen, aber ich finde, hier passt es ganz gut eben zu diesem, ja, sehr, wie soll man das beschreiben? Es ist ein sehr, sehr glattes Design. Ne? Das sieht irgendwie so aus wie aus einer Kurve, was ich ganz gut finde. Jan und ich haben darüber diskutiert. Der wollte unbedingt den Spoiler ausfahren, den man ja ab Pro bekommt, beziehungsweise bei GT. Ich habe gesagt, mach ihn mal rein, weil dann sieht man diese schöne Linie. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und bis hier hinten geht das Glasdach, was wirklich krass ist. Hier ist dann eben diese optische Verlängerung dann auch nochmal nach unten. Und unten steht dann auch nochmal in Chrom eben dieses Aura. Man kann den manuell innen hoch und runter fahren, man kann den aber eben auch gekoppelt an die Geschwindigkeit anpassen. Und wenn wir uns mal die Leuchte anschauen, seht ihr eben bei der Leuchte, dass sie hier jetzt auch nochmal so chromfarben umrandet ist. Sieht so ein bisschen aus wie von vorne, ein bisschen Düsenjet-mäßig geht jetzt hier auch das Innenleben hervor. Und unten der Diffusor ist auch eben wieder mit diesem Chrom abgesetzt. Ich habe leider noch keine Dachlast, noch keine Anhängelast. Sobald wir sie haben, werden wir sie nachreichen und GWM Great Wall Motor, habe ich ja noch gar nicht gesagt, steht hier eben drauf, ist einer der größten Autohersteller in China. Kofferraumvolumen liegt zwischen 300 und 1000 Litern. Die Ladekante ist relativ hoch, geht mir eigentlich bis zur mittleren Hüfte. Aber was ich gut finde, ist, dass es jetzt hier eigentlich wenig Fläche gibt, die man tendenziell zerkratzen kann. Hier ist dann auch nochmal sehr viel Kunststoff, alles ist ausgeformt und es gibt sogar einen doppelten Ladeboden. Hier oben seht ihr dann, der ist nicht wirklich hoch angeschlagen. Doppelter Ladeboden befindet sich hier. Auch da könnt ihr zum Beispiel dann eben das Ladekabel verstauen, denn es gibt vorne keinen Frunk. Man kann die Rückbank auch umklappen. Eigentlich macht man das ja bei einer Limousine nicht, aber ich zeige es euch trotzdem, weil ich es ganz praktisch finde. Und zwar, vor allem bei der Allrad-Variante, könnt ihr jetzt hier in der Mitte das wegklappen. Könnt ihr beispielsweise Skier oder sowas mitnehmen. Hier die Seite geht dann aber auch nochmal einzeln. Und die andere auch. Und dann habt ihr eben das größere Kofferraumvolumen. Finde ich gut. Ist alles hier auch bezogen. Leichte Kante hier dann auch nochmal. Aber ich meine, bei so einer Limousine ist ja nicht das primäre Ziel, dass man sehr viel transportieren kann hinten. Trotzdem ist es eben ausreichend. Hier oben
alles lackiert, beziehungsweise mit Filz dann auch nochmal ausgekleidet. Man sieht keine offenen Kabel oder sowas. Und hier an dem kleinen Knopf mit Icon, damit man es auch erkennt, kann man die elektrische Heckklappe zumachen. Die gibt es dann eben ab Pro bzw. GT. Bei Pure ist die noch nicht serienmäßig mit dabei. Okay, jetzt gehen wir gemeinsam auf die Rückbank. 2,87 Meter Radstand. Die geht weit auf. Ich komme hier auch easy rein. Kann mir auch vorstellen, dass ich hier beispielsweise ein Kind ganz gut reinsetzen kann. Wir haben auch auf beiden Seiten eben Isofix. Und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und merke schon, huh, da drin wird es heiß. Was ich aber cool finde, wir haben jetzt hier die schwarze Ausstattungsvariante. Wir haben euch ja auch schon den hier im Studio vorgestellt. Da war der Innenraum eben in einem braunen Leder. Da könnt ihr gerne mal auch vorbeischauen. Hier eben Perforierung, weich gepolsterte Kopfstütze, die man auch in der Höhe einstellen kann. Das Teil habe ich euch ja schon von hinten gezeigt, zeige es euch aber hier auch nochmal. Geht einfach umzuklappen an dem Knopf hier. Und es gibt eben hier dann auch nochmal eine Armauflage mit zwei Cupholdern. Die labert auch nicht so rum, sondern die steht sehr gut und eben auch fest. Und jetzt guckt mal, das Dach ist krass, denn es geht von hier vorne mit einer leichten Unterbrechung mit schönen Leuchten bis hier ganz nach hinten und macht den Innenraum halt total schön und irgendwie auch spacig. Und deswegen ja, mag ich diesen Innenraum auch so gerne und es ist eben, wie gesagt, serienmäßig immer mit dabei. Apropos Platz, läuft. Nach vorne hin, vier Fäuste, sehr viel Platz unten. Es gibt auch hier keinen hochaufbauenden Mitteltunnel. Wie gesagt, wenn ihr Allrad nehmt, ist vorne und hinten ein Elektromotor. Da braucht man irgendwie hier in der Mitte keine Verbindung wie bei Verbrennern. USB-C, USB-A-Anschluss und da dann eben auch noch Lüftungsdüsen, die man so in die Richtung einstellen kann. Auch die sehen so ein bisschen ja, future-mäßig aus. Auch wieder mit dem Chrom. Und nach oben hin habe ich dann übrigens auch nochmal zwei Fäuste Platz. Und ich weiß nicht, ob ihr die Leuchten schon gesehen habt, aber die sehen auch richtig schick aus. Da könnt ihr sie eben an- und ausmachen. Jetzt schauen wir mal auf die Einstiegsleiste. Die gibt es nämlich hier unten. Schön rund geformt. Und in der Tür gibt es hier oben Bezug, weich gepolstert, hier Bezug, weich gepolstert. Zierelement mit integrierter Ambientebeleuchtung, schöner Türöffner, auch hier wieder super viel Polsterung. Und hier unten, ja, da ist Kunststoff, aber das ist vollkommen okay, finde ich. Hier unten dann auch noch mal ein bisschen Platz für eine kleine Flasche und eine Infinity-Anlage, die einen echt guten Sound macht. Und das Besondere an dem Auto ist, dass es bei 40.000 Euro beginnt. Bin gespannt, was ihr gleich schreiben werdet. Ich werde euch auch im Fazit noch die ganzen Preise erzählen. Jetzt schauen wir aber noch kurz vorne unter die Motorhaube. Und wir sprechen noch mal über die Leistungsdaten. Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Der hier fährt VMAX 170 km/h, die GT-Variante 180 km/h. Der hat einen Verbrauch von 16,5 kWh, die GT-Variante von 17,5 kWh. Front angetrieben, GT Allrad angetrieben, 204 PS, 340 Newtonmeter versus eben 408 PS und 680 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die GT-Variante, die beschleunigt unter 5 Sekunden auf 100, der hier unter 9 Sekunden auf 100. Hier vorne seht ihr, ist alles sehr ordentlich aufgeräumt, Aura-Logo nochmal und hier dann eben nochmal die Möglichkeit, an die wichtigsten Dinge dran zu kommen. Jetzt machen wir hier vorne aber zu. Geht, klappt. Wir gehen in den Innenraum, besprechen das Infotainment-System, ob man eine Rekuperation einstellen kann, die Fahrmodi. Jan kommt dazu, wir fahren eine Runde und am Schluss kommen die versprochenen Preise. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Innes, wer drin ist, wir diskutieren jetzt drüber, wie Premium ist der GWM Aura 07 und erstmal riesengroßes Glasdach, welches man nicht öffnen kann. Dafür hat es wirklich eine enorme Größe von hier vorne bis ganz nach hinten mit einer leichten Durchbrechung und ich finde es richtig schön, ist auch leicht abgedunkelt, damit es hier drin nicht zu hell wird. Dann Sitze. Sind jetzt hier in einem Schwarz, optional gibt es ein Braun, ich zeige euch gleich, wie das aussieht. Hier dann eine integrierte Kopfstütze mit einer Öffnung, da passiert auch sehr viel, sieht sehr muschelförmig aus, ist perforiert und hat vor allem hier an der Seite nochmal Backen und eine breite Sitzfläche und man kann den elektrisch einstellen für Fahrer und Beifahrer, was ich richtig gut finde. Und jetzt guckt mal, hier ist Steel Grey, hier ist mein Lieblingslila und Snow White. So sehen die drei Farben von außen aus. Und hier seht ihr dann übrigens die Option innen. Das hier ist jetzt das Schwarz. Da unten ist dann eben das Braun, was es optional eben ab Pro gibt. Und da übrigens der GT, der hat noch so einen Power-Button im Lenkrad. Und da nochmal alle Infos für euch. Und das sind übrigens die Felgen, die ihr bei dem GT bekommt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie die euch gefallen.
Okay, jetzt machen wir den Schwenk vorbei am 10 Zoll bzw. 12 Zoll großen Display an dem komplett bezogenen Dashboard, schwebende Mittelkonsole in die Tür und da seht ihr jetzt, genauso wie auch auf der Rückbank, super viel Bezug. Erstmal vielleicht die Armauflage, die ist richtig weich gepolstert, schön im Schwarz übrigens. Ich würde Schwarz immer dem Braun ja vorziehen. Silberfarbener Oh-Shit-Handle, auch nochmal ein schöner Türöffner, integrierte Ambiente-Beleuchtung, Infinity-Anlage. Die kommt übrigens optional eben beziehungsweise bei Pro dazu und bei GT ist sie serienmäßig und unten auch sehr viel Platz. In der Tür Einstiegsleiste wieder rund geformt, hochfloriger Teppich hier vorne und da dann noch eine Sache, die ich richtig cool finde und zwar, zack, gibt es so einen kleinen Haken für eine Tasche oder auch eine Einkaufstüte oder so, fährt auch sehr elegant raus. Das Handschuhfach ist komplett mit Satin hier dann nochmal ausgekleidet und das ist für mich wirklich Premium. Und hier oben dann alles bezogen, hier alles bezogen, richtig nochmal ein bisschen unterschäumt, dann hier dann auch nochmal so quer eben die Lüftungsdüse und ja, die Mittelkonsole sieht ganz schön futuristisch aus. Hier ist dann auch nochmal so ein Cupholder, wo ich dann meinen Kaffee mitnehmen kann. Leider nur einer. Meistens brauchen wir zwei, Jan und ich. Und hier unten dann auch nochmal sehr viel Platz. Und so sieht der Schlüssel übrigens aus. Genauso wie auch bei dem 03. So, jetzt machen wir hier wieder zu und schauen uns vielleicht noch ganz kurz die Fläche hier unten an. Hier ist nochmal Platz, was abzulegen. Da gibt es dann auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Das hätte man ein bisschen besser verarbeiten können, aber hier ist ein USB-A-Anschluss, da ist auch nochmal ein USB-A-Anschluss und ich finde das richtig cool, weil es ist sogar zum Fahrer bzw. Beifahrer eben ja alles bezogen. Knöpfe gibt es hier auch, alles zur Einstellung der Klimaautomatik, hier ist dann die Lüftung, da die Temperatur und unten die Fahrmodi, gut zu erreichen, das Wichtigste. Und jetzt kommt da rein, mein Man, der Jan. Ayo. Hallo, jeder braucht einen Jan. Jeder braucht einen Jan. Zum Glück habe ich einen, weil nicht jeder kann einen Jan haben. Ist es so, dass jeder einen Jan braucht? Ich weiß es nicht. Schon. Aber ich rede es mir halt immer ein. Braucht aber auch jeder eine Aura 07 oder wie wir sie zu Hause vor der Tür stehen haben, eine Aura 03? Ja, genau das werden wir jetzt in diesem Review mit diesem unrasierten Mann Jan zeigen. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, hast du deinen Rasierer dabei? Und er so, ja. Ich finde aber, es passt. Als sie mich zum Arbeiten zu Hause abgeholt hat. Genau, so läuft es bei uns. Wie gefällt er dir? Man nennt uns ja auch die Marianne und Michael der Auto-Reviews. Wie er mir gefällt? Mhm. Gut. Ich finde ihn richtig unscheiß, finde ihn außen grandios, finde ihn großartig. Ja. Viele werden Anleihen an andere, sehr bekannte Automarken oder Modelle erkennen. Und das ist, glaube ich, nicht schlecht, ist die Vergleiche, die da gezogen werden. Auch innen zum Beispiel, diese drei Displays vorne erinnern ja ganz stark an eine andere Marke. Mhm. Ich finde den auch erstaunlich gut verarbeitet, muss ich sagen. Also ich mag ihn, ja. Ich auch. Lenkrad lässt sich nicht elektrisch einstellen, sondern mit so einem Haken. Ist tendenziell sehr dünn und der Gangwallhebel, der ist hier vorne. Das ist ja jetzt irgendwie Trend, ne? Alle Gangwallhebel gehen irgendwie jetzt hier neben das Lenkrad. Woher kommt das? Woher das kommt? Mhm. Woher kommt das? Ja, die Amis machen das doch immer, ne? Aus den USA eigentlich, ja. Voll oft da oben, weil man halt dann in der Mitte einfach mehr Platz hat. Ich dachte, du sagst jetzt von so einem Bus oder so, weil Busfahrer. Auch bestimmt. Auch bestimmt wahrscheinlich. Head-Up-Display ist jetzt auch optional, beziehungsweise eben ab Pro-Serie. Jan hat es ja gerade schon gesagt, dreigeteiltes Cockpit vorne. Hier an dem Knopf kann man übrigens den Kofferraum auf und zu machen. Das mache ich jetzt mal, weil es ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Kids hinten hat, sagen, hey, mach mal hier, hol mal Sporttasche raus. Da kennt man sogar fast gar nicht, weil der so tief unten ansteckt. Und man kann ihn vor allem wieder zumachen. Und jetzt tschüss! Viel Spaß beim Fußball. Das finde ich immer gut beim Kofferraum, weil dass man den halt auch wieder zumachen kann. Gell? Wenn man nur öffnen könnte, wäre ja nicht praktisch. Das wäre voll doof. Das wäre nicht praktisch. Das wäre voll doof. Und jetzt guck mal, hier kann man alles muten, hat hier die Sprachsteuerung, hat da dann eben auch nochmal so eine Favoritentasse und hier kann man dann eben auch nochmal verschiedene Dinge vorne einstellen bzw. das Infotainment-System steuern. Oben Head-Up-Display habt ihr, glaube ich, gesehen. Ne? Da gibt es noch eine Fahrer- Innenüberwachungskamera. Genau. Schreibt wieder jemand wahrscheinlich, oh Gott, wenn der Jan gendert, dann entabonniere ich den Kanal. Kann man die Spiegel einklappen? Die Spiegel kann man, weiß ich nicht, kann man die einklappen? Gute Frage. Klären wir. Klären wir noch, das klären wir noch. Und dann Infotainment-System. Ist jetzt sehr flach angeordnet, steht deswegen nicht so sehr im Sichtfeld. Das finde ich gut. Und hier vielleicht erstmal zu den Apps. Das sind die Apps. Ist auch praktisch, ne? Weil wenn das jetzt halt höher wäre, dann würde ich nichts sehen. Dann wäre es auch schlechter für den CW-Wert.
du bist doof. Hier kann man dann alles zum Fahrzeug einstellen. Das schauen wir uns gleich an. Die Navigation findet ihr dann hier. Die geht auch schnell und das ist die Home-Ansicht. Home-Ansicht. Sieht easy aus. Kann man hier auch rüber swipen. Gibt es alle wichtigen Informationen. Zum Beispiel eben ja, die Uhrzeit, die aktuelle Reichweite. Da findet dann eben auch immer die Navi und so weiter. Wenn wir jetzt hier über die App sprechen, vielleicht erstmal zum Fahrzeug. Da kommt auch immer über den Knopf hin, weil das ist sehr wichtig. Da könnt ihr erstmal alles innen einstellen. Fahrersitz. Es gibt auch eine Massagefunktion für den Fahrer. Hier kann ich dann auch... Für mich? Dann hier Schlangenlinie, Katzen, Rücken, Hüften. Sehr gut. Und jetzt warten wir ab. Beifahrersitz. Massagefunktion. Du lügst doch, Lügenpresse, das gibt's für mich auch. Sag ich doch. Ich gründe jetzt die Car Crash Gewerkschaft. Jessie, hier drin ist es bullenheiß. Kann man mal die Klimaanlagen anmachen vielleicht? Hier, einfach dran drehen und dann kommt dir hier eben natürlicher Wind. Krass. Man kann auch Spiegelbelüftung, einseitige Belüftung nach links und rechts wischen oder nach oben und unten einstellen. Natürlicher Wind ist gut. Wenn man hier die Richtung noch einstellt, das ist ja krass. An wen erinnert dich das? Sag ich nicht. An Tesla, das ist cool, oder? Ich dachte, du sagst es nicht. Ja, das war ein Witz. Das ist ein Tesla, ja. Okay, zurück zu den Apps, zurück zum Fahrzeug. Head-Up-Display könnt ihr rein und raus machen. Ihr könnt einen Schneemodus noch machen, dass ihr das besser auf Schnee erkennt. Und hier dann eben auch noch die Helligkeit. Es gibt noch eine Kabinenüberwachung und kabelloses Laden kann man ein- oder auch ausstellen. Hier übrigens ist die induktive Ladefläche, habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Da kann man das Handy reinstecken und dann lädt es. Es stört nicht bei der Fahrt, aber man kann es auch nicht sehen. Das ist ein kleiner Nachteil. Fahrzeug. Besser, wenn du nicht aufs Handy schaust bei der Fahrt. Ich finde es manchmal doof. Okay, hier habt ihr dann die Verriegelung, ihr könnt die Spiegel hier einklappen und ausklappen, guck mal. Hast du gewusst, ne, dass wir das noch finden? Ausklappen, sehr gut, funktioniert, das heißt, ihr könnt auch an ja, etwas engeren Stellen parken, Frontscheibenwischer und da kann man die Fenster auch verstellen und vor allem kann man einstellen, wenn man über 60, 80 oder 100 km/h fährt, dass die automatisch schließen, was ich sehr praktisch finde. Hey Aura, öffne die Fenster. Oh. Wer ist der Review-Gott? Du bist heftig. Welcome-Licht hat er hier übrigens auch. Haben wir euch jetzt nicht gezeigt, weil es viel zu hell ist. Kann man hier dann eben auch einstellen. Es gibt eine ambiente Beleuchtung, die man einstellen kann. Hier auch in der Helligkeit oder eben auch in der Farbe bzw. im Stil. Es passt sich nämlich auch dem Musikrhythmus an. Pulsiert dann so mit, ne? Dann haben wir hier noch verschiedene ja, Fahreinstellungen. Zum Beispiel einen Well-Being-Modus. Automatisches Entfernen von Beschlag, ganz praktisch. Hier ist der elektrische Spoiler, den man ein- und ausfahren kann. Das sehen wir dann gleich im Fazit. Und hier unten habt ihr dann eben auch nochmal alles zum Parken. Navi geht schnell, Home geht auch schnell. Und jetzt haben wir eigentlich über die wichtigsten Fahrzeugthemen gesprochen. Aber es gibt noch viel mehr zu zeigen. Du hast dich jetzt einfach 5 Minuten lang an den Einstellungen gehangen ja, und hast leid. Die Apps gar nicht gezeigt. Ja, aber jetzt wissen wir Bescheid, das ja. Ist gut. Danke Apple an der CarPlay, Stelle. Android Auto funktioniert auch, Musik ist hier drin. Ihr habt jetzt hier dann eben auch noch alles zum Benutzer, zum Wetter und da seht ihr eben, wie schnell Apple CarPlay reingeht. Haben wir leider keine Zeit mehr, um euch die Apps zu zeigen. Zeig's dir halt jetzt. Ja, habe ich doch. Was willst du noch? Wir sehen welche. Ja, die Apps. Ja, du kannst hier zum Beispiel bei Reuters News angucken. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Laden bist, kannst du ein bisschen chillen und hier lesen. Na, oder auf The Car Crash Review gehen. Es gibt Radio. Ihr könnt aber hier auch noch bei Was iSpace. Was ist iSpace? Schauen wir uns jetzt an. Hier gibt es nämlich einen Relax-Modus. Aha. Modus wird aktiviert. Oh, nicht? So heiß, dass da vorne... Schau mal. Ist das nicht entspannt? Mhm. Wie Urlaub, man kann ja auch so swipen. Wie bei... Geil. Cool. Und jetzt aber mein Lieblings... Der Sweet Home Modus wird aktiviert. Der Sweet Home Modus? Guck mal. Je t'aime. Je t'aime. Geil, oder? Was ist das? Romantisch halt. Ach so, so eine Art Hintergrundbild oder so. Ja. So, das war's zu den Apps. Noch eine, die dir wichtig ist? Wetter. Wetter, okay. Es ist gibt's Rekuperationsstufen? Kann man ja. Alles einstellen zum Auto? Beim Fahren kann man die Feststellbremse einstellen, man kann den Lenkmodus einstellen, man kann den Warnton für die Fußgänger einstellen und die Energierückgewinnung eben niedrig, normal und hoch oder ein One-Pedal-Driving einstellen. Okay, und Wetter kann man auch anschauen. Ja. Und mit der Ladeplanung beschäftigen wir uns gleich, würde ich sagen. Hier drin ist es zu heiß, wir müssen es irgendwie gleich kühler machen. Ja, jetzt ist es hier ein bisschen wie beim Reality-TV, denn da sagen die ja immer, das ist Reality. Und hier machen wir jetzt auch
Reality, denn wir sind in einer engen Parkgarage. Hier ist dunkel, aber wir können euch hier die ambiente Beleuchtung zeigen, das automatische Parken, und gleich fahren wir ja ganz Reality-mäßig in die Stadt. Jetzt mache ich den an, drücke die Bremse und wir schauen mal, wie das hier reinfährt. Alter! Ey, da muss man nicht moderieren, oder? Das ist... Oh, wie süß! Süß oder kitschig. Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Und jetzt sind wir hier natürlich innen und Jessie kann euch zeigen, wie die ambiente Beleuchtung vorne ist, hier in der Mitte, hinten hin. Und das erinnert schon sehr stark an eine Mercedes S-Klasse, muss man schon so sagen. Wenn ich jetzt den Rückwärtsgang hier reinmache, dann seht ihr, was Madame Thön euch verschwiegen hat aktuell. Denn es gibt hier eine 360-Grad-Ansicht. Schaut euch das mal an. Und dann könnt ihr hier auch Fahrgestell löschen. Dann ist es nämlich durchsichtig, was wirklich praktisch ist. Radaralarm an- und ausmachen. Und jetzt hier Rückwärtsfahrt einfach drücken. Das heißt, da haben wir mal wieder 2D. Rückwärtsfahrt rein hier. So, müssen wir wahrscheinlich einen Rückwärtsgang reinmachen. So. Und jetzt müsste er das von alleine keine machen. Fahrspurinformationen, System beendet. So. Bitte übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Fahrzeug. Und jetzt lasse ich den vielleicht vor uns mal durch und wir probieren das einfach gleich nochmal. Packt er dann automatisch ein, oder? Ja, das ist jetzt natürlich ein Spannungsmoment. Oh. Denn, also, ich muss natürlich nach vorne fahren und jetzt Rückwärtsfahrt. Bitte legen Sie den Rückwärtsgang ein. Ich sehe jetzt auch noch. Bitte achten Sie so, auf die Umgebung und halten Sie sich bereit, jederzeit zu bremsen. Kurz vor der Ankunft am Zielort. Lenkrad bewegt sich eben auch. Und dann seht ihr auch hier, dass er nach unten hin zählt. Und den Warnblinker anmacht. Und das Lenkrad bewegt er jetzt eben auch noch. Am Zielort angekommen. Und vor allem die Spiegel, wenn ihr die mal anschaut, die klappen halt nach vorne, beziehungsweise wenn man zurückfährt, dann nach hinten, damit ich eine bessere Übersicht habe. Das ist schon cool, finde ich. Geh nochmal in den Rückwärtsgang. Okay. Da geht die ambiente Beleuchtung immer aus. Krass, ne? Ja. So. Jetzt fahren wir allerdings nach vorne, würde ich wieder sagen. Und was man halt sagen muss beim Auto, ist eine Sache, ist schon Schiff, ne? Voll. Und man muss den halt auch in der Breite steuern können, würde ich sagen. So, jetzt habe ich mich verfahren. Ich glaube, das war die falsche Ausfahrt. Nee, war es nicht. War richtig. Es ist Reality, ey. Wie bei Reality. Wie Reality ist the Car Crash Review. Real habe ich jetzt natürlich auch was vorbereitet. Ja, das war vorbereitet. Wie bei diesen Johann Lafer Kochshows immer, ne? Was ist da vorbereitet? Ja, da haben die doch immer gesagt, hier habe ich was vorbereitet, Lasagne und so. Und dann. Lecker. Das schmeckt. Nein, das, weil sie das halt in der Sendung dann nicht hinbekommen haben oder es zu lange gedauert hat, Jessie. So. Und was wir jetzt Karte nicht lesen. Du hast sie falsch rum reingeschickt. Nee, das soll einfach nur recht sein. Was wir jetzt halt bisher auch nicht gemacht haben, war eine Sache, nämlich die Ladeplanung. Und ja. Die würde ich sagen, machen wir mit euch jetzt einfach mal kurz. Ja, Mann. Hofft, dass da jetzt keiner von hinten kommt. Und jetzt guckt mal. Also, erstmal, wo sind wir? Jetzt suchen wir mal. In Mainz. Fahren nach Berlin, wie wir es immer tun, als Ziel festlegen. Mhm. Funktioniert schnell. Was man sagen muss, es gibt keine Ladeplanung soweit. Ne? Nicht erreichbar. Navigation starten. Bitte. Und jetzt seht ihr hier verschiedene Dinge zum Beispiel, die ihr einstellen könnt. Ihr habt hier die 2D- oder 3D-Ansicht. Könnt dann auch hier alles eben planen. Könnt dann Erinnerung der Reichweite einstellen oder so. Was ich süß fand, guck mal, ihr könnt das Auto oder das Aura-Zeichen hier auch rein. Save das Auto. Hier auch reinnehmen. Und dann gibt es noch eine Ansicht, wo ihr zum Beispiel auch ja, euch anschauen könnt, wie die Ladestationen in der Umgebung sind, wie weit man zum Beispiel kommt. Kann das dann euch noch ja, hier reinmachen zum Beispiel. Seht ihr dann auch nochmal, wenn ihr hier oben drückt. Jetzt geht es allerdings los und wir schauen uns halt mal an, wie er fährt. Wow. Und erstmal, der geht vom Fleck, denn er hat 204 PS. Wie viel Newtonmeter? 340. Die Allrad-Variante hat genau immer das Doppelte, weil sie einfach den gleichen Motor nochmal hinten hat. Also insgesamt 408 und 680 Newtonmeter. Und jetzt muss ich euch oder dir was gestehen, Jessie. Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt 408 PS. Wie viel Newtonmeter?
680. Aura gibt es nicht so offiziell an. Hä, hast du es einfach angesehen? Das habe ich einfach addiert. Nee, hast der du nicht. Doch, Entschuldigung an der Stelle. Der Beschleunigungswert... Gib mir mal den Zettel. ...stimmt allerdings natürlich. Ja? Und die Höchstgeschwindigkeit stimmt auch in dem Fall. Hier steht... Guckt es euch mal an. Doch, 680 Newtonmeter. Aber ich habe es einfach addiert, sage ich euch. Ne? Ich hoffe, das ist okay an der Stelle. Doch, wirklich. Ich glaube, hier steht's auch, okay. 2065 Kilo wiegt der. Und wenn wir jetzt hier an der Ampel stehen, was hoffentlich nicht mehr so lange dauert, weil es Reality, ne? Erzählt euch Jesse mal, wie weit wir hier gekommen sind. Also angegeben ist er ja, ich habe hier die technischen Daten auch nochmal. Eigentlich können wir öfter so spicken, wir lernen das ja immer auswendig. Dumm? Ja, voll dumm. Also der ist jetzt hier angegeben mit 440 Kilometern, beim Allrad 520 Kilometern. Warum ist erstmal der Allrad mit mehr Reichweite behaftet? Weil der einen größeren Akku immer hat. Aber 440 Kilometer haben wir heute nicht geschafft. Wir haben 380 Kilometer geschafft. In der Stadt schafft man aber deutlich Richtung 500. 500? Ja. Legst du dich da jetzt einfach fest? Ja, je nachdem, wie man die Rekuperation einstellt. Und das habe ich euch ja hier schon mal gezeigt, weil ich habe ja hier sehr gerne über den Einstellungen rumgespielt. Und hier kann man zum Beispiel die Lenkung einstellen, aber eben auch die Energierückgewinnung hoch, normal oder niedrig, beziehungsweise auch, wenn man es ganz krass möchte, so ein One-Pedal-Modus. Ich bin ja immer Fan davon, das zu zeigen bei der Fahrt. Jetzt sind wir halt mitten in der Stadt, ne? Ja, an der Ampel stehen wir jetzt rum. Ja. Was ich sehr komfortabel fand, waren die ganzen Sicherheitsfeature vom Auto. Bekommt man hier halt den Abstandsregeltempomaten zum Beispiel auch rein. Auch vorne das Head-Up-Display war cool. Oder ihr seht halt auch hier, wenn sich Autos nähern, es gibt einen toten Winkelwarner, einen Querverkehrwarner bei dem Auto. Und das war dann ja wirklich, ihr habt Entschuldigung, gesehen im Parkhaus schon sehr, sehr komfortabel. Jetzt hat mir Jesse die Navi rausgemacht. Die macht ich gerne aber wieder gar rein, nichts. Wenn du willst. Denn. Ich fahr mal hier lang. Denn ich habe es auch vorne im Head-Up-Display eigentlich. Ja? Okay. Und was jetzt hier in der Stadt cool ist, ihr seht jetzt auch, ist wirklich Frontantrieb. Man kann rekuperieren. Fahre ich also zur Ampel hin, bremse ich und der Akku, der in dem Fall jetzt hier tief im Unterboden liegt, wird eben wieder aufgeladen. Sprechen wir mal über die autospezifischen Dinge. Da wird ja bei Elektroautos immer drüber gesprochen, ja, bisschen synthetisch oder so in der Lenkung. Ist es bei dem hier auch so? Ja. Wir haben natürlich verschiedene Fahrmodi, die man hier ändern kann. Da wird es immer ein bisschen wild. In Sport ist ein bisschen direkter am, ich nenne es mal Gas. Dann hat man einen benutzerdefinierten, einen Eco-Modus, einen Komfort-Modus. Da ändert sich dann die Leistung immer so ein bisschen. Aber ja, die Lenkung, ja, andererseits könnte man sie halt auch als sehr komfortabel bezeichnen. Man kann sie auch noch verstellen, ne? Willst du das mal probieren? Ich weiß doch, dass es eine Verstell- Sollen wir sie mal Lenkung, ganz leicht machen? Ja. Wie ist sie dann? Sehr, sehr komfortabel. Unser Nachbar wird es lieben. Ja, Sport. Jetzt ist sie ein bisschen direkter. Und kommt vorne mit. Es Mitte. Ändert sich schon ja. Wirklich was. Ja. Ja. Spoiler, die Prolos unter euch werden ihn wahrscheinlich rausfahren. Safe. Konzentrieren. Auf Fahrt konzentrieren. Genau. Was sagst du zur Federung? Ist es einer Limousine würdig? Komfortabel. Ist schon gut, ne? Ja, würde keine ich schon sagen. Aber sie ist komfortabel. Und für diejenigen, die mehr Bums wollen, wenn man hier beschleunigt, ja, für die gibt es natürlich dann noch die sportlichere Variante, die ja den Motor vorne dann noch dazu bekommt. Hinten. Meine ich doch, hinten eben noch dazu bekommt. Ja. Und damit halt ein bisschen mehr Bums eben hat, mehr rekuperieren kann, eben auch ja, vielleicht in der Kurve noch mal ein bisschen mehr Traktion hat. Und ansonsten fand ich es jetzt schon irgendwie witzig, mal in der Stadt unterwegs zu sein, weil oft suchen wir uns dann für diese Reviews tolle Landstraßen oder Autobahnen oder so, aber viele Leute bewegen das Auto einfach in der Stadt. Ich würde jetzt mal vielleicht noch über die Langstreckentauglichkeit gern mit euch sprechen, weil das vielleicht auch interessant, oder, bei dem Auto? Ja. Einmal die Reichweite, die ist riesig. Wollt ihr mehr Reichweite, dann entscheidet ihr euch im Idealfall natürlich für den größeren Akku mit mehr Leistung. Was wir bei der Federung als sehr komfortabel empfanden, war eine Sache, nämlich der lange Radstand und der relativ gute CW-Wert, weil das Auto halt vor allem im Vergleich zu den SUVs, die wir sonst immer fahren, relativ flach ist.
war der auf der Autobahn wirklich sehr gut. Ihr seht da vorne, jetzt warnt der einen, weil wir natürlich in der Stadt ein bisschen zu schnell fahren. Ihr seht auch, oder hättet gerade gesehen, Jesse Spiegel, den toten Winkelwarner oder Totwinkelwarner zum Beispiel. Und jetzt fahren wir über die Brücke hier. Ich habe mich verfahren. Fuck. Da oben ist die Brücke. Ja, ich wollte eigentlich hochfahren. Aber stellt euch einfach vor, wunderschöne Aussicht in Mainz. Wir hätten auch auf diese Brücke fahren können. Was kann man auf der noch Busspur zeigen? Die verschiedenen Rekuperationsstufen würde ich gerne nochmal zeigen. Ja, gehen wir da mal hin, gehen auf Fahren und da hast du ja dann hier bei Grundfunktion die Energierückgewinnung. Genau, und das machen wir jetzt mal hier. Das machen wir hier noch kurz sauber. So, Jessie macht sauber. Also, One Pedal Driving. So. Warum geht er nicht? Das geht eigentlich. Also, man muss sagen, bei der Fahrt bestätigen, so, jetzt bremst er nahezu bis zum Stillstand. Und das mochte ich natürlich sehr gern. Genau. Was kann man noch erzählen? Dass du die Rekuperation auch in 3 Stufen machen kannst. Und ganz ehrlich, das ist während der Fahrt nicht so einfach einstellbar, aber man macht das halt einmal so, wie man es mag, und dann stellt man das auch nicht mehr um. Jetzt würde ich aber sagen, wir sprechen jetzt mal über den Preis, und der Preis, der ist heiß. Really? That's reality. Und der Preis? Ist heiß. Das war so eine richtige Kathi Hummels-Moderation. Das war eine QVC-Moderation, wie sie echt schlimmer nicht hätte sein können. Naja, aber ey, that's reality. That's reality. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Und jetzt schaut euch mal an, wie schön das Heck aussieht, wenn dieser Spoiler hinten reinfährt. Eine glatte Fläche, selten sowas gesehen. Und guckt mal, meine Handyhülle hat übrigens auch noch die gleiche Farbe. Ich habe euch doch gesagt, ja, Telefon nehme ich jetzt nicht mit, lasse ich drin. Ich mag Lila und ich finde die Farbe hier auch außergewöhnlich schön. Jetzt sprechen wir vielleicht erstmal über das Wettbewerbsumfeld. Der ist ja ungefähr so lang wie der Hyundai Ioniq 6, den wir euch tatsächlich hier an gleicher Stelle vorgestellt haben. Natürlich hat der Ioniq 6 eine 800-Volt-Technologie. Der hier kann nur bis zu 88 kW laden. Aber ich finde vor allem die Optik überzeugt bei dem, weil man muss ja nicht immer ein Model 3 fahren, ne? Auch wenn der preislich ähnlich liegt wie bei Model 3, finde ich, dass der irgendwie anders aussieht. Ich finde den schick, ich mag eben die Optik. Wenn wir jetzt über die Unterschiede zum GT sprechen, ja, dann ist es erstmal so, dass beim GT ja eben die roten Bremssättel dazukommen, es kommen andere Felgen dazu und eben die Allrad-Variante. Ich persönlich würde immer die frontangetriebene Variante nehmen, weil ich auf Allrad eigentlich verzichten kann, hat einen höheren Verbrauch, der hat zwar ein bisschen mehr Reichweite, weil der immer auch mit einem größeren Akku kommt, aber mir reicht hier die Reichweite und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Auto sagt. Und wir sprechen jetzt über den Preis, der beginnt nämlich bei 42.000 Euro bei Pure. Pro, also die Variante, die hier steht, die beginnt bei 45.000 Euro und die GT-Variante beginnt dann bei ungefähr 52.500 Euro. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr ein lilanes Auto fahren würdet, ich auf jeden Fall, und wie euch der gefällt. Abonniert hier den Kanal, hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde!